mal Sex mit einem Teenster. Ich durfte die Kandidaten auf Herz und Hoden überprüfen. Wenn ich betrunken bin, bin ich spitz wie ein rothaariger Kobold. Mir verrutschte fast mein Höschen bei diesen heißen Kandidaten. Ich war an diesem Abend nicht nur quasi die schwule Antwort auf Dieter Bohlen, nein, ich war auch der Hauptgewinner. They want to think that I'm the greatest bitch in the world. Let's dance. Darling. Zeig euch mal und erzähl euch, wie so ein Tag am Set abläuft. I want to order the young and the restless. Da muss man schön nutig aussehen und als Geschäftsmann natürlich seriös. Blöd ist es auch, wenn ihr da rumzickt wie eine Diva oder irgendwie so nervig seid wie stinkende Eier. Also dann bucht euch sicherlich keiner wieder. Das Drehen in Köln erinnerte mich an eine ganz spezielle Nacht, die ich dort hatte. Vor einigen Jahren hatte ich dort einen Freund und nachdem wir uns gestritten hatten wie die Kesselflicker, war es das gewesen mit der Beziehung. Oft endet sowas ja in Versöhnungssex, aber nicht in diesem Fall. Ja, so zog ich los, Frustsaufen nennt man es wohl, in den nächsten Club, trank mir da ein paar Drinks und dann näherte sich auch schon ein sehr gut aussehender Typ. Er lächelte rüber, ich lächelte rüber, also. Wir nahmen ein, zwei Drinks zusammen und er erzählte, dass er im Fernsehen arbeitet als Schauspieler und ja, da war der Groschen gefallen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie meint, irgendwie das Gesicht kommt euch bekannt vor? Es ist oft ist irgendwie Augen- oder Mundpartien, wo ich denke, Mensch, an irgendjemand erinnert sich. Oft sind dann irgendwelche Schauspieler oder so, aber in diesem Fall war es tatsächlich das komplette Gesicht. Also es war halt der Schauspieler, den ich irgendwie ein, zwei Mal im Fernsehen gesehen habe und ich dachte, ja, daher. Im stillen Kämmerlein gedacht. Jedenfalls, wir tranken noch ein paar Drinks und ja, flirteten und planten, auf mein Hotelzimmer zu gehen. Ihr solltet wissen, wenn ich betrunken bin, bin ich spitz wie ein rothaariger Kobold. They want to think that I'm the greatest bitch in the world? Listen! Kurz bevor wir dann aufbrechen wollten, fragte er mich, ob es mir was ausmachen würde, wenn ich ein paar Minuten vorher losgehen würde, damit man uns nicht zusammen beim Verlassen des Clubs sieht. Ich dachte, naja, das war's dann wohl. Hat wohl kalte Füße bekommen oder whatever. Also ging ich vor, ja, zog mir dann Klamotten aus, Bademantel an im Hotel. Und da klopfte es doch tatsächlich und er stand dort vor der Tür. Ich bittete ihn rein, bittete sich seine Klamotten zu entledigen. Nein, also wir küssten uns und die fielen dann von alleine. Wie durch Geisterhand. Ja, es war eine aufregende Nacht, muss ich euch sagen. Einige Wochen später blätterte ich, war bei meiner Cousine irgendwie ein Jugendmagazin durch und ich so, hä? Blätter nochmal zurück. Das Gesicht kennst du doch. Da sah ich ihn. Mit der Schlagzeile, ich immer noch auf der Suche nach der Richtigen oder so. Meine Cousine fragt, warum ich so grinse und schmunzel. Ja, ich konnte ihr die Geschichte in dem Moment jetzt nicht so erzählen und ich war noch ein bisschen jung und hab's dann irgendwie überspielt. Ihr seht ja gut aus, bei euch kann man den Sargdeckel laufen lassen. Ja, so kann's kommen, ne? Jedenfalls, ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein PR-Gag war mit der Freundin suche oder ob er bisexuell ist oder sich einfach mal nur ausprobieren wollte. Auf jeden Fall kann ich ja sagen, er ist ein guter Liebhaber, jedenfalls in dieser Nacht gewesen. Habt ihr irgendwelche aufregenden Erfahrungen mit Persönlichkeiten oder so? Könnt mir gerne schreiben, vielleicht werde ich mal darüber berichten, anonym, wenn ihr wollt, oder ihr textet was hier unter. Okay, das war die aufregende Nacht in Köln und aufregend wurde es auch in Bremen. So, meine Freunde, der Partyprinz begrüßt heute aus Bremen von der Party namens Queer Affair. Es ging um die Wahl des Mr. Queer Affair. Queer Affair ist eine Partyreihe in Bremen. Ja, und ich hatte das große Vergnügen, ich saß in der Jury. Ich durfte die Kandidaten auf Herz und Hoden überprüfen.
Und damit ich keine Schnappatmung bekam, stellte man mir an die Seite zwei glorreiche Juryhelfer. Einmal. So. Möchte von euch jemand ein... Backstage mit dem Rollins, mit meiner Co-Moderatorin Sally Williams. Da ist der andere Co-Moderator Lars. Hi. Ich war an diesem Abend nicht nur quasi die schwule Antwort auf Dieter Bohlen, nein, ich war auch der Hauptgewinner. Der Gewinner gewann ein Wochenende mit mir in welcher schönen Stadt? Natürlich in Köln. Oh mein, new stuff is coming! Da haben wir jetzt aber endlich eine Entertainment-Bombe. Vor der ersten Wahl betrieb ich dann noch etwas Akquise. In der ersten Runde ging es dann um die wichtigen Fakten. Also Alter, Name, Beziehungsstatus und... Sex? Ja. Auch vor dem Publikum machte ich nicht halt und zog mir einen Schnuckelkeks auf die Bühne. Letzter Kandidat? Nein, ich habe noch einen Rollen gefunden. Ja! Schöner als Gegner. Das denn? Und wir hatten noch zwei weitere Schlüpferstürmer im Angebot. Mir verrutschte fast mein Höschen bei diesen heißen Kandidaten. In der zweiten Runde sollten und durften und mussten die Kandidaten alles geben, was sie hatten. Im Kampf um die Modelkrone. In der zweiten Runde könnt ihr etwas machen. Was bleibt euch überlassen? Wenn ich denn die Krone aufs Haupt setzen durfte, dann schaltet nächsten Freitag wieder ein. Dann entführe ich euch auch in die Stadt, in die es gar nicht gibt, nach Bielefeld. Dort hatte ich mit meiner bezaubernden Freundin Mia ein TV-Casting. Aber wir müssen hier hübsch sein, wir gehen jetzt gleich um Casting. Ja, also ja, ich kann nichts mehr machen, bei mir ist alles zu spät. Gib alle Emotionen. Ja, schaffen wir, ne? Solange ich nicht vom Dach springen muss. Ich kam erst richtig in den Puschel, als es zu Ende war. Schlingelingeling, da kommt der Eiermann. Ich habe keine Zigaretten mehr! Du alte blöde Schlampe!